Das wäre der neue Bus der Setra 418 Li Business. Wenn wir den uns den anderen gucken, 416er. Unterschied Länge 13 und die Plätze 84, 89,8. Und hier haben wir jetzt 57, 12 und 14 Meter Länge. Viel länger nicht. Zwei tue ich natürlich auch. Kaufen kann ich natürlich noch nicht. Das ist dann meine nächste Investition, die ich einsetze für 400.000. Ach du Scheiße. Die dritte habe ich auch schon umgesetzt und heute wird natürlich ein relativ kurzer Part gemacht. Und zwar ist es der einzige Stadtverkehr, den wir hier auf der Strecke haben. Mit ein paar Haltestellen. Wir nehmen dazu natürlich wieder den Citro K. G. So. Doch, hier ist der Citro K. Tag, Schnellstart an, umgekehrte Strecke, alles aus. Genauso soll es sein. Natürlich eine schnelle, knackige Runde mit C2K durch die Stadt, damit wir auch die nächste Mission dann erreicht haben. Bin ich gespannt, was da kommt. B ist bald alle, leider. Aber das ist mir egal. Ich bin ja kein Alkoholiker. Das sollte feststehen. Auch wenn ich mir zu Gamescom schönes Landskron mitnehme. Typische Bier aus meiner Heimat. Okay, wenn man, das muss ich mal kurz hier machen. Ist hier hinter das Meer? Geil. Okay. Das habe ich noch nie gemacht. Schön. Ah, hey, das sieht geil aus. Schön aus. Ja. So. Und los geht's, Body Art. Zentomat reingehaut, schnell. Euer Stadt. Gibt schon ein paar Blitzer. Wir haben das ja mit Rolli mal ausprobiert gehabt, wo man dann so überall rauskommt, wenn man ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Die Umgebung und alles da eigen macht, also hier Rundfahrt. Ach nee, das war im Multiplayer hier, ihr wisst schon, wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Das ist schon verrückt, was sich da alle. Ach nee, das haben wir gar nicht gemacht. Was ich da alles fahren musste. Rolli musste gerade mal zwei oder drei Haltestellen in der Stadt anfahren und ich musste die Runde dreimal fahren oder so. Wir haben dann mal gewechselt, er ist dann eingestiegen und ist dann gefahren. Aber Leute, ey, das gibt's doch nicht. Jo, so pünktlich und du steigst noch nicht mal aus. Da fährst du jetzt Pech. Na klar. Klar. Bitte? Na klar. Oh, Omi. Mauzi. Wäre noch so richtig nervig, wenn das Bild aufblinden würde. Oder man das noch angucken müsste. Was wäre sowas so nervig. Nee, aber zu Gamescom ist mir so eingefallen, ich werde, wenn ich Zeit habe, morgen noch mal kurz das Video machen. Vorbereitungen, das wird dann noch am Wochenende so hochgeladen, fertig werden. Ich werde auch die Spiele spielen, wie die so schon draußen sind. Manche beschweren sich da so, oh, letztes Jahr, da gab es doch nur Werbespiele und die Spiele, die waren auch schon längst draußen und. Aber ich muss sagen, das interessiert mich ein Scheißdreck. Und man soll doch mal froh sein, dann auch die Spiele anzocken zu können. Und so dass es dann keinen Fehlkauf gibt. Wie die meisten mal No More Man in the Sky? No More Sky? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und das war richtig nervig. Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Weil meine Tastatur nicht mitmacht.
Ich weiß nicht, ob die Tastaturen so ein Update brauchen, ein PC, Motherboard oder sonst irgendwas ein Update braucht. Ach, leck mich doch. Eine Fahrt ohne irgendwelche Probleme wird es wohl nie geben bei mir. Naja, jedenfalls nochmal zurückzukommen, man soll doch mal froh sein. Zum Beispiel würde mich interessieren, WoW ist eine große Sache. Und wenn dann WoW das ist, oder LOL, dann bin ich doch mal froh, das anzocken zu können und zu wissen, lohnt sich dort mal Geld auszugeben oder allgemein Geld, das Ding zu kaufen. Beziehungsweise wenn es DLCs gibt oder sowas, jetzt dafür einen neuen Charakter oder sowas, dafür das Geld auszugeben. Da soll man doch mal froh sein, dass man es anzocken kann. Das ist wie eine Demo-Version. Klar, man steht dort eine Stunde dafür an und man hat auch relativ, man hat auch sehr viel Geld ausgegeben. Dafür, für die Eintrittskarten. Ja, ist schon klar. Ich habe auch, ich weiß ja, wie teuer es ist. Ich habe auch das Hotel ziemlich teuer bezahlt, aber ich weiß eben, dieses Jahr gibt es wieder neue. Oder all das, was ich zocken möchte. Oh ja, drei Busse gleichzeitig. Sie begrüßen den Chef. Da muss man schon sehen. Ja, schon wieder die Tastatur raus. Aber die ist, die leuchtet noch. Leuchtet noch, die macht mir so anscheinend keine riesen Probleme. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht kriege ich ja eine neue geschenkt, wenn ich auf der Gamescom bin. Nein, Spiel drauf. Was ist drauf? Wer ist nein? Müssen das mal auch die Videos schneiden. Gucken, was... Ja, es ist viel zu monströs. Ja, das höre ich öfters. Leider nicht. Dann muss ich gucken, was noch fehlt. Jedenfalls die Woche Gamescom möchte ich durchgehend bringen und danach wieder zweitägig, das klappt, oder Wochenende durchgehend. Da können wir wahrscheinlich drüber reden. Beziehungsweise nach der Gamescom holen wir auch die Gamescom-Videos. Ich habe spät Nacht. Das heißt, entweder am Wochenende vor der Spätschicht. Ich werde mich wohl vor der Spätschicht schon hinhängen. Und anfangen zu schneiden. Und falls ich Sonntag irgendwann mal zu Hause bin, vor Mittag, kann ich einfach auch die Videos schon mal rüberladen. Jedenfalls nach Tagen sortieren und sowas. Dein Pech kann ich nicht heben. So, Kontrolle. Meine Fahrkarte schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte. Ja, bitte. Wir haben meine Plak. Wie oft wollen Sie die denn noch? Sehr viele Omis. So. Und danach kommt noch der Astra Platz. Astra Zentra, ein Zentrum. Müsste dann noch kommen. Ayo. Dass das nicht erst abruptes Bremsen zählt. Und statt hinten einzusteigen, nein, man muss natürlich nach vorne laufen. So. Ach, Geniusplatz. Queenusplatz. So. Ich fahre jetzt 50. Kleiner Test. Also es zählt doch als abruptes Bremsen. Okay. Darf ich bitten, dass Sie die Musik leiser machen? Vielen Dank. Ich habe das noch nie so erlebt, dass irgendjemand, der Busfahrer mal sagt, hallo, spinnen Sie mal.
Sie können die Musik nicht so laut hören. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen echt so spannend. Also bei 20 km/h kann man das noch machen. Gut. Gut zu wissen. So, das war's jetzt. Mit dem Part, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, nur wenn ich dann auch unten schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen oder auch nicht. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.